Fragen wir mal das zweite. Das scheint nur so, weil jeder ständig vergisst, dass eine unbändige Woge meine Zauber auch mächtiger machen kann. Die Leute erinnern sich immer nur daran, wie ich aus Versehen einem Klassenkameraden einen Stromstoß verpasst habe. Mhm. Unbändige Magie zu wirken, ist wie Flöte nach Gehör spielen. Ich habe es mir im Laufe der Zeit angeeignet, indem ich tat, was sich natürlich anfühlte. Man könnte sagen, dass ich ein recht brauchbares Lied spielen kann. Aber wenn ich nur eine Note auslasse, schießt die Flöte Feuer auf alle Umstehenden. Außerdem verwandelt mich die Flöte ab und zu in einen Hamster. Ja, das haben wir gemerkt. Wie dem auch sei. Hasardeure leben aus auf der Hand liegenden Gründen oft sehr zurückgezogen. Aber ich habe von einem in der Gegend gehört. Es heißt, er sei sehr alt und weise. Schätze, ein Hasardier muss schon weise sein, um so lange zu überleben, dass er alt wird. Was will ein Junge halt? Halbelfe wie ihr mit einem alten Mann. Und ihr glaubt, dass er euch helfen kann? Nehmen wir einfach mal die drei. Ich will mal. Was für schmutzige Gedanken ihr habt. Es ist nichts dergleichen. Ich will nur lernen, besser mit meiner unbändigen Magie klarzukommen. Wer ist dieser Hasardier? Wo können wir ihn finden? Sein Name ist Edoy und er wurde zuletzt östlich der Feuerweinbrücke gesehen. Dann werden wir ihn dort sofort aufsuchen. Wenn es sich ergibt, werden wir da mal vorbeischauen. Das ist soweit abseits des Weges. Ich will mich nicht damit befassen, wenn es sich ergibt. Herrje. Ich hätte gedacht, ihr würdet euch mehr darum sorgen, plötzliche Schocks und dauerhafte Glatzköpfigkeit zu vermeiden. Ihr scheint die Gefahr zu mögen. Okay. Ich glaube, sie mag mich. Lehrer wird zunehmend gesprächig. Es ist schwer auszumachen, ob sie anfängt, mich zu mögen oder ob sie mich nur neckt. Ihre Persönlichkeit ist so unvorhersehbar wie die Zauber, die sie ausspricht. In einem Moment denke ich, zieht sie mich nur auf und kurz darauf. Und möglicherweise zieht sie mich auch dann nur auf. Schwer zu sagen. So. Ah, Edois Enklave. Sie nicht erreichbar. Das ist was Neues, was wir noch gar nicht. Was es gar nicht gab auf der alten Map. Auch gut. Aber erstmal machen wir hier fertig. Gibt's dafür auch eine Aufgabe? Nö. Worum geht es diesmal? Ja, wie ihr wünscht. Alles wegen des lieben Geldes. Pfeile für Imulen. Ihr habt geläutet. Nebenstein. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. Oh. Ich liebe Blut. Zweihandschwert für Schartel. Weil es gerade schon wieder kaputt gegangen ist. Wo, wie ihr wünscht. Könnte noch so einer kommen, dann hätte sie wieder zwei. Ein Bär. Den wir aus dem Weg gehen. Genau, Bär, geh nach da unten. Also da ich bis jetzt keine Probleme mehr mit Nera und ihren Zaubern hatte, keine Ahnung, warum magische Geschosse irgendwie komisch gewirkt haben. Entweder ich habe die ihren tollen Zauber irgendwie falsch verstanden. Ah, noch mehr Hobgoblins da oben. Wie wär's damit, Drecksperl? Das ist jetzt praktisch. Ja? Pfeile, Geld. Männer sind so arm. Schwert. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt hat Chartil wieder zwei Schwerter. Ah, müde Wartenreich. Ihr habt es gut getroffen. Der edelste aller Räuber steht euch zu Diensten. Was kann ich für euch tun? Nur zunächst einmal könnt ihr euren Männern im Gebüsch befehlen, ihre Bögen zu senken und herauszukommen. Vielleicht könnt ihr uns durch euer Gebiet geleiten und dafür sorgen, dass uns unterwegs nicht zustößt.
Ihr könntet uns alle euer Geld geben und dann einen nach dem anderen von uns umbringen lassen. Sagen wir mal das erste. Habt ihr denn alle fünf gefunden? Schade drum. Ich muss wohl sie wohl besser ausbilden. Tja, es tut mir leid, dass ich eurem Wunsch nicht Folge leisten kann. Meine Leute würden mich für einen Feigling halten, wenn ich mich einer so schlecht ausgerüsteten Gruppe ergeben würde. Ich sehe ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit, als dass ihr das Feuer öffnen zu lassen und eure traurigen Leichen allen Eisens zu berauben. Kommt dann, Männer. Alles Weitere ist nun klar. Okay. Nicht derer hauen. Weg mit dir. Visioner töten finde ich auch nicht lustig. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Okay, ich glaube, bevor. Wobei, wir haben ja noch Zauber. Worum geht es diesmal? Ja? Jael Kalles? Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, das war jetzt gerade eine unnötige Schnellspeicherung. Worum geht es diesmal? Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Na komm her, du Kerl, du. Männer sind so arm. Sänger der Nacht. Gebt mir Acht. Wie kann ich helfen? Was ist es diesmal? Wo, wie ihr wünscht. So, da der ist was ja, auch etwas stärker ist. Wenn es Blut, ich tue es. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Denn ich verschwinde jetzt. Gut, was hat er gedroppt? Wie kann ich ein Langschwert. Magiebann und Kettenhemd. Das Problem ist, Magiezauber werden deaktiviert, sobald ich ein Kettenhemd trage. Das ist ein Langschwert, das Schartil tragen kann. Das Kettenhemd muss leider weg. Mal egal, wie wir es geben würden, wäre überladen danach. Okay, Magie bannen. Worum geht es diesmal? Hat sie lernen können. Das sollte erstmal sie lernen. Na, warum denn ich? So, wo sind seine fünf Banditen? Ach, da oben. Wie ihr wünscht. Oh, ich bin immer noch überladen. So. Gut. Was wollt ihr? Munition für Ewan. Ihr habt geläutet? Noch mehr Munition für ihn holen. Aha. Mich kümmert's nicht. Wo, wie ihr wünscht. So, jetzt wird das ein heilloses Durcheinander. Okay. Ja? Munition für Immun. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Tragen eigentlich alle Helme, die Helme tragen können? Ja, sieht auch danach aus. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen.
Warum gibt's hier noch einen Ogre-Berserker? Komm in Ordnung. Worum geht es diesmal? Ich in Ordnung. Was ist es diesmal? Ja? Das finde ich nicht schön, dass es hier noch einen Ogre-Berserker gibt. Ich liebe Blutvergießen. Sehr schön. Was hatte der dabei? Wohlgriff. Wie kann ich helfen? Ist aber, glaube ich, auch nur ein Einsatzzauber, Ghoulgriff. Ne, Ghoulgriff wäre ein Zweierzauber. Naja, ist besser als nichts. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Komm, warum denn ich? Ja? Ist das euer Ernst? Wie, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was wollt ihr? Okay. Ich brauche ein Bier. Okay, wer hat Level Up Mission? Das ist auch gut. Worum geht es diesmal? Ja. Oh, schmieren. Ihr habt geläutet? Ja, ihr braucht nur zu tragen. Jai Kales. Stufenerhöhung. Waffenfähigkeit, Rettungswürfe, ETW, erster und zweiter Grad kriegen jeweils einen Zauber. Waffe Schild, kann sie gut gebrauchen. So, nochmal leichte Wunden heilen. Und noch eine Stärkung. Heiliges Zerschmettern ist schon drin, obwohl sie noch gar keine dieser Stufe kann. Okay. Ja? Pfeile, Pfeile, Geld. Geld, Pfeile. Aha. Kette, Schmieren, Kette. Und das war's. Schmieren hat sie lang können. Gut. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, ich bin gerade sehr risikoreich, merke ich so. Aber wir sind ja zum Glück fast durch mit diesem Gebiet. Dann kehren wir nach Nashkel zurück. Rasten und heilen dort ordentlich. Verkaufen Zeug. Und dann sehen wir weiter. So, damit sollten wir hier durch sein. Ja. Fluss ist aufgedeckt, Brücken sind aufgedeckt, ist alles aufgedeckt. Schön. Also, Nashkel. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Worum geht es diesmal? Meine Milz! Ihr braucht nur zu tragen. Wenn es blutet, kann ich es nicht töten. Sind nur ein paar Gnolle, also von daher. Was ist es diesmal? Ja, wie ihr wünscht. Gut. Dürfen wir jetzt in Ruhe nach Nashkel?
Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut, und ich werde jetzt hier gleich an dieser Stelle speichern. Wir überziehen langsam mal wieder. Das ist jetzt 006. Let's Play 006. Das war eine 2. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.